Hallo liebe Spielaffen, herzlich willkommen zu unserem neuen Spieltipp, der sich an alle Rennspielfreunde richtet. Denn mit Turbo Rally erwartet euch ein richtig gutes Rallye-Spiel, das mit vielen Strecken, toller Grafik und einfacher Steuerung punkten kann. Ihr betrachtet das Spielgeschehen von schräg oben und steuert euer Auto mit den Pfeiltasten. Darüber hinaus benötigt ihr die C-Taste für die Handbremse, um euch besser durch scharfe Kurven driften zu können. Außerdem könnt ihr mit der X-Taste noch einen Turbo zünden. Wie viel Turbo euch noch zur Verfügung steht, könnt ihr über einen Balken am Bildschirmrand erkennen. Praktischerweise lädt sich der Boost immer wieder auf. Wichtig für ein Rallye-Spiel ist natürlich, dass ihr die Strecken schnellstmöglich abschließt. Je schneller ihr seid, desto mehr Sterne erhaltet ihr. Welche Zeit ihr für die verschiedenen Sternebewertungen benötigt, könnt ihr oben links am Bildschirm erkennen. Um die Kurven möglichst optimal anfahren zu können, solltet ihr entweder immer mal wieder einen Blick auf die Karte werfen oder ihr achtet einfach auf die Schilder, welche vor den Kurven platziert sind. Auf den Strecken findet ihr noch zahlreiche Münzen, die ihr einsammeln solltet. Je mehr Münzen ihr einsammelt, desto mehr Eventpunkte erhaltet ihr. Eure aktuell erfahrenen Eventpunkte erkennt ihr oben rechts. Diese Eventpunkte könnt ihr zwischen den Rennen in einem Shop gegen neue Autos oder Verbesserungen für euer aktuelles Auto investieren. Dies solltet ihr auch unbedingt machen, denn ein schnelleres Auto sowie bessere Haftung verschaffen euch ganz schnell eine wesentlich bessere Rundenzeit. Und so schaltet ihr nach und nach weitere Rennstrecken frei, die euch über die ganze Welt führen. Die Strecken unterscheiden sich dabei deutlich und bieten neben Asphaltpisten auch Schotter- und Schneeuntergründe. Turbo Rally ist ein außergewöhnliches Rennspiel und begeistert mit toller Steuerung und beeindruckender Grafik. Und das Wichtigste, das Spiel macht einfach Laune. Wir wünschen euch viel Spaß und verabschieden uns bis zum nächsten Spieltipp.